Guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung Journalismus unter Druck. Und wir fragen, geht's Non-Profit besser? Mein Name ist Juliane Werlitz, ich bin Pressesprecherin bei Fineo. Fineo ist ein gemeinnütziges Analyse- und Beratungshaus und wir sind seit 10 Jahren als Expertinnen für Wirkungsorientierung tätig. Gemeinsam mit unseren Partnerinnen Luminate, Rudolf-Augstein-Stiftung und Schöpflin-Stiftung haben wir uns in den letzten Monaten mit der Frage beschäftigt, wozu Non-Profit-Journalismus? Und wir haben sehr viele wichtige, spannende Erkenntnisse in einem Report niedergeschrieben. Bevor ich gleich unseren Projektpartnerinnen Gelegenheit geben möchte zu einer praktischen, zu einer Vorstellung, möchte ich ein paar praktische Hinweise geben. Unsere Veranstaltung ist eine Live-Konferenz via Webstream. Alle Gäste unserer Veranstaltung, allen voran die teilnehmenden Pressevertreterinnen, haben die Möglichkeit, über den Chat Fragen an unsere Referentinnen zu stellen. Das ist während der ganzen Veranstaltung möglich. Wir möchten Sie aber sehr herzlich bitten, sich mit Ihrem vollständigen Namen, bestenfalls Ihrem Medium, der Organisation oder dem Unternehmen anzumelden. Wir werden die eingehenden Fragen in unserer Redaktion sammeln und unsere Moderation wird die Fragen in die Runde der Referentinnen eingeben. So, und nun zu einer ersten Vorstellungsrunde. Ich übergebe gern an Lukas Haaland von der Schöpflin-Stiftung. Vielen Dank, Juliane. Mein Name ist Lukas Haaland. Ich bin Programmleiter bei der Schöpflin-Stiftung. Unsere gesamte Aktivität der Schöpflin-Stiftung ist darauf ausgerichtet, Demokratie zu stärken. Aktuell sind das die Themenfelder, in denen wir das tun: Flucht und Integration, Bildung und Entwicklung, Wirtschaft in Verbindung mit Demokratiefragen und eben der gemeinnützige Journalismus. Wir sind fest davon überzeugt, dass eine vielfältige und unabhängige Presse, ein unabhängiger, qualitätsvoller Journalismus essentiell ist für eine gelingende Demokratie. Doch selbstverständlich ist das nicht mehr, wie wir auch gleich hören werden. Und gleichzeitig gibt es aber aus dem gemeinnützigen Bereich heraus Ansätze, die hier Lösungen anbieten. Wir haben allerdings auch als fördernde Institution in den letzten 5 Jahren feststellen müssen, dass es erstens gar nicht so leicht ist, dieses Feld zu verstehen und zweitens sozusagen Entscheidungsgrundlagen zu erarbeiten, um fördernd aktiv zu werden, und haben deswegen die Idee gehabt, einen Report zu entwickeln, gemeinsam mit Fineo und den Partnern der Rudolf-Augstein-Stiftung und Luminate, hier sozusagen allen Fördernden etwas an die Hand zu geben, aber auch Handlungsempfehlungen Richtung Politik und auch Richtung der Akteure selbst sozusagen zu erarbeiten. Ich möchte an dieser Stelle einmal die Gelegenheit nutzen, Dank auszusprechen an Fineo und das gesamte Team, was diesen Report erstellt hat, an Stefanie Reuter von der Augstein-Stiftung, an Gauri van Hulik von Luminate, die dieses Projekt inhaltlich und finanziell mit möglich gemacht haben, und natürlich an die vielen Expertinnen, die in diesem Prozess ebenfalls mitgeholfen haben, dieses Ergebnis herzustellen. Ich gebe weiter an Stefanie Reuter. Ja, vielen Dank, Lukas Haaland. Ich habe leider aktuell noch nichts gehört, aber ich verstehe, dass ich jetzt zugeschaltet bin. Wunderbar. Ein herzliches Hallo auch von meiner Seite an alle Teilnehmenden des Calls. Die Rudolf-Augstein-Stiftung setzt sich für kritischen und unabhängigen Journalismus ein, also genau wie die Schöpflin-Stiftung für eine aufgeklärte und informierte Gesellschaft. Das war schon das, was Rudolf Augstein seit seines Lebens als Gründer des Spiegel getrieben hat. Wir sind schwerpunktmäßig im Bereich des investigativen Journalismus aktiv, um Missstände aufzudecken. Wir fördern Nachwuchs, um Vielfalt in Redaktionen zu stärken und die Innovation, die natürlich gerade in Zeiten der digitalen Transformation weiter an Relevanz gewinnt. Was wir nicht tun, ist einzelne Recherchen fördern bzw. Themen setzen. Wir sind seit 15 Jahren in diesem Feld engagiert und versuchen wirklich, das journalistische Ökosystem insgesamt zu fördern. Und obwohl der Unterstützungsbedarf für den Journalismus auch in diesen 15 Jahren immer weiter angestiegen ist, sind wir damit im deutschsprachigen Raum immer noch eine von sehr wenigen Stiftungen. Um es genau zu sagen, weniger als 0,5% der 23.000 Stiftungen in Deutschland, also weniger als 100, fördern aktuell journalistische Vorhaben. Das ist ausbaufähig, würde ich sagen. Und genau deshalb haben wir uns an diesem Report beteiligt. Wir möchten interessierten Förderern Wege in die Journalismusförderung aufzeigen. Denn klar ist, der Journalismus braucht Unterstützung von vielen Seiten.
nicht nur aus der Förderlandschaft, nein, natürlich auch seitens der Medienpolitik einen zeitgemäßen rechtlichen Rahmen. Darüber diskutieren wir heute und darauf freue ich mich, um mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Ich gebe weiter an Gauri van Gulik, Principal bei Luminate, die ebenfalls den Report mit unterstützt haben. Super, danke schön, Stephanie. Jetzt ein sehr kurzes internationales Teil, was Sie wahrscheinlich auch an meine Deutsch hören können. Aber ich möchte auch sehr gerne Hallo sagen und kurz sagen, was wir in Luminate machen. Wir sind ein internationales Stiftung, die dazu arbeitet, eine Welt mitzukreieren, in der Menschen und Institutionen zusammenarbeiten können, um gerechte und faire Gesellschaften aufzubauen. Aber das ist natürlich ein sehr großes Ziel, weil ein sehr wichtiger Säule darin ist unabhängige Medien. Untersuchungen von Freedom House zeigen, dass weniger als 20% der Welt von wirklich unabhängigen Medien profitieren. Und wir unterstützen diese Medien überall dort, wo die Pressefreiheit, aber auch die Pluralität bedroht ist. Und dazu investieren wir in investigative Journalistik, aber auch in Organisationen, zum Beispiel mit neuen Modellen, Finanzmodelle. Und wir unterstützen zum Beispiel in Deutschland auch Organisationen wie Korrektiv und auch in England The Bureau, The Correspondent, in Holland und vielen anderen. Und für uns geht es darum, dass Journalismus zu fordern, der die Wahrheit aus Licht bringen und Informationen liefert, die die Menschen brauchen, um aktiver Teil der Gesellschaft zu sein. Und wir sehen die Rolle der Medien nicht nur darin, Stories zu generieren, aber sondern eine kritische, auch selbstkritische Gesellschaft zu ermöglichen. Ein Teil des Puzzles, um dies zu erreichen, ist der gemeinnützige Journalismus. Und wir freuen uns darauf, von Ihnen alle zu lernen, und auch zu diskutieren, wie wir hier zusammen diese wichtige Sache, Zusammenarbeit, am besten unterstützen können. Und ich freue mich auf eine gute Diskussion und vielen Dank, dass Sie hier dabei sind. Jetzt für diese Präsentation von das Report von Fineo ist Andreas Rickert hier für uns. Danke. Ja, vielen Dank. Vielen Dank erst einmal an die drei großartigen Partnerinnen, die wir gerade gehört haben, mit denen wir den Report gemacht haben, die ermöglicht haben, dass wir diesen Report machen können zu einem extrem spannenden Thema. Und warum das so spannend ist, das versuche ich jetzt mal in ein ganz paar Minuten zu erläutern. Also ich werfe mal einen Blick zusammen mit Ihnen in die Klappe, was also in dem Report steht. Und zwar will ich einmal ganz kurz anfangen mit einer Definition, was ist eigentlich Non-Profit-Journalismus? Also zuvorderst, es ist ein Journalismus, der nicht eine Gewinnabsicht hat. Das ist wichtig, weil es natürlich auch zeigt, dass hier andere Interessen im Vordergrund stehen und dass man eben auch nicht konkurriert mit den anderen Akteuren im Feld. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu verstehen. Non-Profit-Journalismus konkurriert nicht mit dem privaten Journalismus und auch nicht mit den öffentlich-rechtlichen Medien. Und das heißt im Umkehrschluss, dass man eben sehr genau auch Nischen identifiziert, wo man tätig ist, wo man reingehen kann, wo man komplementär zu den beiden anderen Sektoren unterwegs ist. Ich will nur mal zwei, drei Beispiele nennen. Das eine ist, dass man häufig sehr regional, lokal in der Berichterstattung ist, was an vielen Stellen bis jetzt gerade auch eine Brache ist oder eine Brache geworden ist. Oder dass man in besondere Themen reinzoomt, also beispielsweise Verbraucherschutz könnte so ein Thema sein. Oder dass man sich auf bestimmte Zielgruppen fokussiert, also vielleicht Menschen mit Behinderung oder Migrantinnen oder Jugendliche. Also insofern, dass man hier wirklich in Nischen reingeht und wenn man reingeht, man dabei immer guckt, was sind Missstände, aber dann vor allen Dingen auch guckt, was ist eigentlich das, was man an Lösungen erarbeiten kann. Und das macht genau diesen gesellschaftlichen Mehrwert aus von Non-Profit-Journalismus. Das heißt, dem Non-Profit-Journalismus liegt genuin zu Tage, dass er etwas bewegen möchte, dass er Wirkung haben möchte. Also das ist das, was ein Non-Profit-Journalismus ausmacht. Und vielleicht noch mal etwas weiter gesprungen, daraus leitet sich ab, dass wir häufig mit einer sehr, sehr hohen Innovationskraft dort unterwegs sind. Das ist großartig. Ich nehme auch hier zwei Beispiele. Das eine zeigt sich häufig an den Finanzierungen. Finanzierungen sind grundsätzlich nicht immer ganz einfach. Und der Non-Profit-Journalismus schafft es häufig, ganz interessante Finanzierungsmodelle zu finden. Also das ist ein Charakteristikum. Ein anderes Charakteristikum ist, ich hatte es eben schon mal kurz angedeutet, dass man konstruktiven Journalismus macht. Ja, man versucht, Missstände aufzudecken,
Aber man bleibt nicht dabei stehen und sagt, hier, da ist ein Problem, sondern man versucht eben auch Lösungen zu entwickeln. Und das führt auch zu einem Prinzip, nämlich der Bürgernähe. Man ist häufig sehr, sehr nah dran, er spürt seismografisch, wo Sachen vielleicht nicht gut funktionieren, involviert die Lesenden und zwar nicht nur als passive Konsumenten, sondern nimmt sie mit rein, versucht mit denen Probleme zu identifizieren, aber eben auch gemeinschaftlich dann Lösungen zu entwickeln. Und das ist etwas, was sehr, sehr klar eben auch im Non-Profit-Journalismus als Prinzip verankert ist. Und damit ist eben der Non-Profit-Journalismus auch ein Mittel, ein Gegengift gegen Demokratie und auch gegen Medienverdruss, weil man eben partizipativ ist, weil man nah dran ist an den Menschen, weil man konstruktiv ist, weil man eben auch wirklich versteht, wo sind Probleme und dann eben an diese Probleme rangeht, eben auch mit dem Verständnis durch die Bürgernähe. Also das sind alles Sachen, die eben, und das hatten wir eben auch eingangs bei den Partnerinnen gehört, eine wichtige Rolle spielen kann, nicht nur die Aufklärung, sondern eben auch ein Bestandteil unserer lebendigen Demokratie zu sein. So, also insofern ganz, ganz viele Argumente, warum wir Non-Profit-Journalismus haben sollten, warum wir ihn fördern sollten. Die Frage ist aber, was kann man tun? Was kann man tun, dass Non-Profit-Journalismus vielleicht noch eine etwas größere, und ich will es gerne nochmal betonen, im Zusammenspiel mit der öffentlich-rechtlichen Seite und dem privaten Journalismus eine noch größere Rolle spielen kann. Also, drei Punkte haben wir herausgearbeitet. Das eine ist, wir brauchen eine Rechtssicherheit. Das heißt, viele Non-Profit-Journalismusorganisationen sind zwar schon gemeinnützigkeitsrechtlich anerkannt, aber es ist nicht gang und gäbe. Das heißt, es gibt hier immer noch eine Lücke und wir brauchen diese Sicherheit. Also wir brauchen Sicherheit für Organisationen, dass sie gemeinnützig sind. Das hat eben auch Implikationen darauf, wie gefördert werden kann. Also das wäre ein erster Punkt. Ein zweiter Punkt ist, dass wir Anerkennung brauchen. Also A, überhaupt eine Sichtbarkeit, dass es Non-Profit-Journalismus gibt. Das wissen nicht ganz so viele. Und dann natürlich auch eine Anerkennung, die auch teilweise daraus kommen könnte, dass man es unterstützt, dass man es fördert. Und deswegen wollen wir uns auch explizit an potenzielle Spenderinnen und Spender richten, an Fördernde da draußen. Das ist ein wichtiges Thema. Das haben wir eben schon in ein paar Argumenten gehört. Also bitte auch sich hier engagieren. Und das wäre dann der dritte Punkt, wenn man sich engagiert, dann bitte auch zielorientiert, sprich es geht darum, dass man damit einen gesellschaftlichen Mehrwert stiftet. Das heißt also, dass man Organisationen, die gemeinnützigen Journalismus unterstützen, wirklich darin befähigt, auch damit einen Impact, einen Mehrwert für die Gesellschaft zu haben. Und wenn wir das alles schaffen, zusammen, ich glaube, dann kann Non-Profit-Journalismus eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen in unserer Gesellschaft, in unserer offenen, pluralen Gesellschaft. Vielen Dank. Herzlichen Dank euch für die Vorstellungsrunde und die sehr spannende Einführung ins Thema. Kommen wir nun zu unseren Gästen in der Diskussionsrunde. Stefanie Reuter, die heute nicht nur als Vertreterin der Rudolf-Augstein-Stiftung bei uns ist, sondern auch die Moderation der Runde übernehmen wird, fragt unsere Gäste, Journalismus unter Druck, geht's Non-Profit besser? Liebe Stefanie, du kannst übernehmen. Herzlichen Dank, Juliane. Ich habe noch ein Echo. Okay, jetzt scheint es zu funktionieren. Wunderbar. Auf was Andreas Rickert gerade noch nicht einging, ist natürlich auch die Frage, weswegen brauchen wir Non-Profit-Journalismus überhaupt? Ja, wir haben seit vielen Jahren, ich sprach es eingangs auch schon an, mit einer Finanzierungskrise im journalistischen Bereich zu tun. Anzeigenerlöse sind rückläufig, im Vertrieb sieht es ähnlich aus. Deswegen die Frage, wie kann man diesem Phänomen begegnen, um weiterhin zu gewährleisten, dass der Journalismus in der Demokratie seine ihm zugedachte Funktion tatsächlich weiterhin erfüllen kann und sehr gerne auch sogar noch besser erfüllen kann perspektivisch. Dafür haben wir in Deutschland natürlich das duale System aus den öffentlich-rechtlichen Medien, Rundfunk und den privaten Medienunternehmen. Und da könnte man jetzt fragen, reicht das nicht? Oder warum braucht es das überhaupt, worüber wir heute diskutieren, den gemeinnützigen Journalismus? Andreas Rickert sagte es schon, das Thema ist ein politisch hochaktuelles. Das Land Nordrhein-Westfalen hat eine Bundesratsinitiative gestartet und das Bundesfinanzministerium arbeitet aktuell an der Novelle des Gemeinnützigkeitsrechts. Über diese Politikebene werden wir im Lauf der Diskussion sprechen, aber vorab möchte ich die vier Diskutantinnen vorstellen. Mit dabei heute Elisabeth Nier. Sie ist Co-Geschäftsführerin der gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Aber nicht nur das, zuvor war sie Chefreporterin der Wirtschaftswoche.
Sie kennt also sowohl die Verlags- als auch die Stiftungswelt. Und die studierte Volkswirtschaftlerin, was sie auch noch ist, befürchtet, dass Eingriffe in den Medienmarkt den Wettbewerb verzerren könnten. Wichtiger Aspekt, auf den wir gleich eingehen. Mit dabei überdies Dr. Carsten Broster, Senator für Kultur und Medien der Freien und Hansestadt Hamburg. Aber auch er, nicht nur Senator, sondern von Hause aus Journalist, sogar promovierter Journalist, hat zu diskursivem Journalismus promoviert und fordert eine Medienordnung auf der Höhe der Zeit. Mit Blick auf die Finanzierungskrise hat sich Carsten Broster in einem Artikel schon 2018 für die Anerkennung des nicht gewinnorientierten Journalismus als gemeinnützig ausgesprochen. Ebenfalls dabei Professor Sebastian Thunner, er ist Mitgesellschafter, Mitherausgeber des Tagesspiegel, eine sehr erfolgreiche Zeitung in Berlin. Aber auch er, natürlich mehrere Hüte auf, er ist auch Unternehmer und investiert unter anderem in Media-Tech-Startups. Und für Sebastian Thunner ist für die Zukunft des Journalismus gar nicht der Einsatz oder das Engagement der Philanthropie ausschlaggebend oder entscheidend, sondern er spricht sich für innovationsstarke Unternehmer, Unternehmerinnen aus. Er sieht hier eigentlich den Hebel, den wir betätigen sollten. Und last but not least, David Schraben. Er ist Mitgründer und Geschäftsführer des ersten gemeinnützigen Recherchezentrums in Deutschland, Korrektiv. Vielen von Ihnen sicherlich bekannt durch sehr viele unterschiedlichste Recherchen. Zuletzt unter anderem die internationale Cum-Ex-Recherche zum Steuerskandal. David Schraben ist auch Sprecher des Forum Gemeinnütziger Journalismus und setzt sich seit Jahren für die Anerkennung des Journalismus als gemeinnützig ein, weil er sagt, es muss wirklich endlich Rechtssicherheit her. Mit David Schraben würde ich auch sehr gerne einsteigen. David, du hast ja langjährige Erfahrung in unterschiedlichsten Redaktionen in Deutschland. Mich würde interessieren, bevor du Gründer wurdest, hast du das Rechercheressort der vier NRW-Zeitungen WAZ, NRZ, Westfälische Rundschau und der Westfalenpost geleitet. Was unterscheidet eigentlich die Arbeit bei Korrektiv von einer, sagen wir mal in Anführungszeichen, klassischen Redaktion? Und was hat dich tatsächlich veranlasst, selbst einen Non-Profit-Newsroom zu gründen? Ich glaube, der wesentliche Unterschied ist ein kleiner Änderung im Mindset. Die Geschichten, die wir betreiben, sind nicht so sehr darauf ausgelegt, eine spezielle Zielgruppe in einem speziellen Zielgebiet zu erreichen. Also nicht so sehr wie eine Regionalzeitung, Lokalzeitung, sondern eher dem Thema hinterher zu folgen, eher dem Thema auf den Grund zu gehen. Und das ist halt in der Regel wirtschaftlich nicht umsetzbar. Also in der klassischen Medienlandschaft sind dafür eigentlich keine Gelder vorhanden. Das ist aber auch kein neues Phänomen, das gab es schon oft oder lange. Gerade im investigativen Bereich, im recherchierenden Bereich ist es sehr schwer, mit diesen Geschichten tatsächlich Geld zu verdienen. Besonders dann, wenn sie nicht darauf ausgelegt sind, spektakulär zu sein oder zu scoopen, sondern systematische Zusammenhänge zu erklären. Und wenn wir jetzt halt sagen können, okay, für uns steht die gesellschaftliche Bedeutung einer Geschichte an erster Stelle, dann wird halt hier die Bedeutung zur Hürde der Relevanz, die wir überschreiten müssen. In den klassischen Bereichen, in denen ich auch viel gearbeitet habe, viel Erfahrung habe, geht es auch darum zu sagen, in unserem Verbreitungsgebiet zur Erreichung unserer Leser, und zwar auch im Sinne, dafür müssen wir dann auch Geld verdienen am Ende, was nicht schlimm ist, was nicht schlecht ist, was völlig okay ist, aber was eben ein kleines bisschen anders ist. Das klingt erstmal sehr überzeugend. Die Frage wäre natürlich, ihr seid ja mit Korrektiv als Non-Profit-Newsroom tatsächlich als gemeinnützig anerkannt. Wo liegt eigentlich das Problem, wenn das doch heute schon möglich ist? Ja, also für uns liegt nirgendwo ein Problem. Ich könnte mich auch zurücklehnen und sagen, das interessiert mich nicht mehr. Ich bin auf der sicheren Seite. Korrektiv ist gemeinnützig. Wir haben ein Modell gefunden, mit dem wir wirtschaftlich überleben können. Mir geht es eher darum, dass wir sehr viele Initiativen haben, gerade auf lokalem Raum, gerade im kleinen lokalen Raum, die im Moment keine Rechtssicherheit haben und aus diesem Grund keine neuen Angebote aufbauen können in den Bereichen, wo es besonders kritisch ist, in denen es besonders schwierig ist, in den Bereichen, wo gerade die Märkte aufhören, kaputt gehen, wo es für Medienjournalismus als aufklärerischen Journalismus keine wirtschaftliche Grundlage mehr gibt. Und diese Leute, wenn die dort was machen wollen, müssen die es schaffen können,
neue Angebote zu entwickeln. Und da ist Gemeinnützigkeit halt ein wesentlicher Schritt nach vorne, weil wir von Umsatzsteuern befreit sind, weil wir von Körperschaftsteuern befreit sind und damit in Gebieten, wo halt wirtschaftlich kein Medium mehr produziert werden kann, ein neues Modell aufbauen können. Da geht es um kleine Einheiten, um lokale Einheiten. Ich verstehe, da würde ich gerne Sebastian Thunner mit reinholen, als Unternehmer und Gesellschafter einer großen Tageszeitung, die ja auch schon mit Korrektiv kooperiert hat. Das ist quasi eines der Spezial- oder der etwas anderen Eigenschaft auch von einem Non-Profit-Newsroom wie Korrektiv, dass sie mit unterschiedlichsten Akteuren im klassischen Medienbereich kooperieren, um eben auch Reichweite dann entsprechend zu erreichen. Wie stehen Sie denn zu dem Vorschlag, den Journalismus als gemeinnützig anzuerkennen? Dass Journalismus gut fürs Gemeinwohl ist, ist eigentlich Allgemeingut. Und insofern ist es nur ein kurzer Schritt zu sagen, dann kann er auch gemeinnützig sein. Die Schwierigkeiten tauchen da auf, wo gemeinnützige journalistische Angebote sich, Klammer auf, noch, Klammer zu, selbsttragende privatwirtschaftliche publizistische Angebote stärker bedrängen. Das ist immer das, was man nicht will, nämlich dass man da, wo Privatinitiative, wo selbsttragende wirtschaftliche Strukturen funktionieren, dass man die noch unter Druck setzt durch Gemeinwohl und Gemeinnützigkeitskonzepte. Und deswegen muss man es genau angucken. Grundsätzlich stehe ich dem Gedanken sehr positiv gegenüber. Und unsere Kooperation mit Korrektiv zeigt ja auch, dort gibt es Ideen, bei uns gibt es Ideen in der Redaktion, die Neues ausprobieren, gute publizistische Ideen zum Inhalt haben und bei denen die kommerzielle Umsetzung erst in zweiter Linie stattfindet. Gibt es denn tatsächlich, weil das ja ein sehr wichtiger Aspekt ist, man möchte ja auf gar keinen Fall etwas unterstützen, wo man dann den Eindruck hat, dass die Akteure, die im Feld aktiv sind, es noch schwerer haben und für diese quasi weniger Mittel zur Verfügung stehen. Hätten Sie da tatsächlich ein Beispiel, wo Sie es schon mal beobachten konnten, wo ein Non-Profit-Akteur versucht hat, in einem Feld aktiv zu werden, was eigentlich wunderbar noch quasi durch den Markt abgedeckt ist? Also das Standardbeispiel ist die Vereinsgaststätte, die eben nicht steuerbegünstigt ist. Der Fußballverein ist steuerbegünstigt, weil er ein Sport fördert, die Leute sich bewegen und gesünder sind. Aber die Gaststätte steht eben in Konkurrenz zu den anderen Kneipen. Und wenn die beim Verein steuerbegünstigt wäre, wäre es ein Nachteil für die, die über ihre Steuern das ermöglichen. Deswegen macht man das nicht. Im Journalismus gibt es tatsächlich ein paar wenige Beispiele, aber die taugen wenig als Muster dafür. Es geht ja auch um das Stichwort Stiftungsjournalismus. Eine der besten deutschen Tageszeitungen erscheint in einer Stiftung, die Frankfurter Allgemeine. Und auch der Tagesspiegel war bis Anfang der 90er getragen von einer Stiftung. Die allerdings wurde so unglücklich wirtschaftlich geführt, um es mal vorsichtig auszudrücken, dass dann ein privatwirtschaftlicher Verleger, Dieter von Holzbrink, notwendig war, um es auf bessere Füße zu stellen und die jetzt über viele Jahre anhaltende positive Entwicklung herbeizuführen. Vielleicht nochmal für den Hintergrund. Wir erleben ja in Deutschland tatsächlich, dass seit Wiedervereinigung quasi, was die Tagespresse angeht, die Auflagenzahlen inzwischen sich halbiert haben, dass tatsächlich die 10 größten Verlage inzwischen 60% quasi aller Publikationen herausgeben. Also eine Marktkonzentration findet statt. Wäre es da nicht eine gute Option sozusagen, so wie es David Schraven ja nochmal ausführte, gerade im Lokalen beispielsweise kleineren neuen Angeboten auch durch diesen Status das Leben etwas leichter zu machen und neue Finanzierungswege dadurch zu eröffnen? Nochmal also direkt an Sie gerichtet, Herr Thunner. Ich halte das offen gestanden für eine für sich fast selbst beantwortende Frage. Das geringste Problem, das die Qualitätsmedien haben, ist zu viel Profit. Also wenn Non-Profit die Lösung wäre, dann sind alle auf dem Weg dahin. Die beiden großen Fragen, die die Qualitätsmedien beschäftigen, ist einmal das Thema unternehmerische Lösungen für neue Geschäftsmodelle und Technologie. Aus der Ecke werden sie angegriffen. Und zu sagen, hey, ohne Gewinn geht es doch auch, das ist für meine Begriffe eine lustige Frage, die aber randständig ist. Die wird das Problem nicht lösen, sondern die zentrale Frage ist, wie kommt man zu mehr unternehmerischen
und technologisch gut durchdachten Lösungen. Und da können wiederum jetzt gemeinnützige Akteure eine Rolle spielen, weil sie das begünstigen, weil sie da fördern, weil sie helfen, diese Modelle und Wege zu finden. Aber am Ende ist die geringste Sorge, dass Gewinne dem Erfolg im Wege stünden. Das halte ich geradezu für eine Verkehrung der Voraussetzungen. Das ist ein wichtiger Punkt, auf den wir gleich noch mal näher eingehen. Ich möchte gerne Elisabeth Nia ins Gespräch holen und fragen, dadurch, dass Sie jetzt ja auch bei einer Stiftung tatsächlich seit einigen Monaten quasi an der Spitze stehen, wie sehen Sie denn das Potenzial für neue Finanzierungswege, beispielsweise auch durch Stiftungsfinanzierung, aber natürlich auch Individualspender, Spenderinnen, die ja aktuell eben, wenn man nicht steuerbefreit ist, noch nicht dieses Incentive hätten, es dann auch tatsächlich steuerlich absetzen zu können? Ja, ich könnte vielen zustimmen, was gerade gesagt wurde, versuche aber mal so ein bisschen Kontroverse hier reinzubringen. In der Tat sehe ich, glaube ich, durch meine langjährige Arbeit als Journalistin, ich war ja vor der Wirtschaftswoche auch sehr lange bei der Zeit und beim Spiegel, zwei Redaktionen, die viel Geld auch für langfristige Recherchen, investigative Recherchen zur Verfügung stellen, aber natürlich privatwirtschaftlich sind. Und glaube ich, deswegen auch mit so einem geschärften Blick auf dieses Konkurrenzthema. Ich halte das wirklich für ein schwieriges und glaube, dass Stiftungen wie unsere, bei der Hertie-Stiftung im Bereich Demokratie, haben wir als eins von den drei Themenfeldern, mit denen wir uns beschäftigen, neben gutem Regieren und gesellschaftlichem Zusammenhang tatsächlich auch das Feld demokratischer Öffentlichkeit und machen da viel. Aber ich glaube, für uns ist es ein guter Weg, eher so das zu unterstützen, was Sie als Ökosystem der Medien beschrieben haben. Ich habe so den Eindruck, dass es da so viel zu tun gibt, also sowohl in der Vermittlung von Medienkompetenz als auch Coaching bei Themen, wie Sie sie gerade genannt haben, also auch durchaus, was das Unternehmerische, das Gründen angeht, also eher im zur Verfügung stellen von Know-how, in der Vergabe von Preisen. Wir haben selber eine Initiative, die auch Diversität in den Medien versucht, so ein bisschen zu unterstützen, dadurch, dass wir Stipendiaten der Startstiftung, das ist ein Stipendienprogramm für Schüler mit Migrationserfahrung, 500 ungefähr in Deutschland jedes Jahr, dass wir denen Redaktionsbesuche vermitteln. Also ich glaube, dieses ganze Ökosystem ist so groß, dass man eine Menge machen kann, stiftungsseitig, ohne sich überhaupt diesen Konkurrenzproblemen zu stellen. Denn ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass auch dann bei etwas, was vielleicht auf den ersten Blick nicht so aussieht, als würde es den ohnehin teilweise kämpfenden, strauchelnden privatwirtschaftlichen Medien schaden. Also es gibt immer eine Konkurrenz um Aufmerksamkeit, es gibt immer eine Konkurrenz um Köpfe, um Wahrnehmung. Also ich glaube, die Stiftungen sind gut beraten, da einfach immer dreimal drüber nachzudenken, wem sie in die Quere kommen und wem der möglicherweise ohnehin schon um seine Leserschaft kämpft, sie auch was nehmen. Es gibt genug anderes zu tun. Wenn ich da vielleicht einmal nachfragen könnte, weil die Beobachtung ja aktuell eher so in die Richtung geht, dass immer mehr Redaktionen zusammengelegt werden, immer mehr Stellen gestrichen werden, leider in deutschen Redaktionen ganze Ressorts teilweise. Haben Sie den Eindruck oder wenn Sie quasi für den Markt plädieren, wenn ich so fassen würde, dass quasi diese Problemlagen auch im Markt gelöst werden sollen, sehen Sie denn Anzeichen, dass es tatsächlich schon Antworten auf diese strukturelle Krise, ich denke, so muss man sie tatsächlich bezeichnen, auch seitens des Marktes aktuell schon gibt? Und vor allen Dingen, wo sehen Sie diese? Also ich wollte damit nicht gesagt haben, dass es kein Problem gibt. Also ganz im Gegenteil. Ich kriege ständig Mails oder habe Kontakt mit vielen, vielen langjährigen Kollegen und Journalisten, die toll sind, die gute Arbeit machen und die sich Sorgen um die Zukunft ihrer Branche machen. Und weil ich gerade so viele von diesen Journalisten persönlich kenne, wäre es komisch, wenn mir die Krise der Branche nicht bewusst wäre. Das nicht, bloß ich glaube, man muss einfach sehr, ich wollte damit nur ein Argument dafür machen, dass Stiftungen sehr genau gucken müssen, wie sie ihr Geld einsetzen. Also auch wir haben ja begrenzte Ressourcen und jedes Investment, das wir für Öffentlichkeit, für Medien ausgeben, ist dann eben auch eins, das eine Schule oder eine Theatergruppe und so nicht kriegt. Und auch das verpflichtet dazu, einfach genau zu gucken, was sinnvoll ist. Und wir machen als Hertie-Stiftung sogar sehr viel mehr in dem Bereich, gerade wegen der Krise der Medien. Also wir haben ja zum Beispiel vor, ein großes Programm zusammen mit Unternehmen zu machen, mit Wirtschaftsvertretern,
dass sich mit dem Thema Verschwörungstheorien, Vermittlung von Medienkompetenz eben nicht nur an Kinder und Jugendliche, wie das umfangreich gemacht wird, sondern auch an Berufstätige, an Erwachsene zu machen. Also da haben wir uns eine Menge vorgenommen und wollen auch neue Dinge ausprobieren. Aber ich glaube, das ist der Weg, den ich für sinnvoller halte, als mir den Kopf darüber zu brechen, welche privatwirtschaftlichen Angebote wir mit befördern. Also ich schaue eher skeptisch darauf, wenn Stiftungen zum Beispiel Korrespondentenstellen finanzieren. Ich würde mich immer doppelt und dreifach fragen, welche Wettbewerbsverzerrungen das bringt, nach welchen Kriterien das entschieden wird. Aber vielleicht ist das am Ende auch so ein bisschen eine Frage des Selbstverständnisses von Stiftungen oder so, sogar auch eine Frage des Geschmacks, wie man seine Schwerpunkte da setzt. Vielleicht einmal, um das nochmal einzuordnen, wenn Sie auch Korrespondentenstellen ansprechen, da gibt es ja tatsächlich auch in der deutschen Medienbranche schon Beispiele, wobei wir es hier natürlich nicht mit Non-Profit-Newsrooms zu tun haben, sondern dass tatsächlich Akteure am Markt wären. Das müssten wir, glaube ich, nochmal differenzieren und dann eben natürlich auch, was die Unabhängigkeit oder Ähnliches angeht, zu schauen, welche Arten von Förderungen werden ausgesprochen. Sind diese eben struktureller Art? Sprechen wir hier von einer Kernfinanzierung beispielsweise für eine Organisation? Oder werden tatsächlich Themen bzw. einzelne Recherchen unterstützt? Carsten Proster, es war ja bislang tatsächlich so, wenn wir vielleicht diesen Punkt aber noch mal ein bisschen herausarbeiten, weil es ein sehr wichtiger, glaube ich, tatsächlich ist, dass sich auch die EU-Kommission eigentlich immer für die Mehrung des Gemeinwohls und die Medienvielfalt ausgesprochen hat und eben diese Verzerrung des Wettbewerbs jetzt eher nicht als problematisch angesehen hatte. Es gibt auch ein Rechtsgutachten aus NRW, bevor ich hatte die Bundesratsinitiative Eingang schon ganz kurz benannt, bevor quasi Armin Laschet diese Eingabe vergangenes Jahr in den Bundesrat machte, um eben den Journalismus als gemeinnützig anerkennen zu lassen. Wie ist Ihre Haltung in diesem Kontext? Na, ich glaube, viele der Argumente, die da eine Rolle spielen, haben wir jetzt gerade eben schon gehört. Und ich finde auch, man muss das in der Differenzierung sehen. Wir haben einen dramatischen Umbruch an den Medienmärkten, der sicherlich Hintergrund der Debatte ist, die wir gerade miteinander führen. Meine Lieblingsdefinition der Zeitung, die ich irgendwann mal gelernt habe, lautet: Zeitung ist Anzeigenraum, der durch die redaktionelle Gestaltung zur Ware wird. Da sieht man, wo die Wertschöpfung früher im journalistischen oder im medialen Geschäftsmodell, muss man eher sagen, gelegen hat und was dann quasi Huckepack mitfinanziert wurde. Und der Journalismus ist in der Regel mitfinanziert worden und querfinanziert worden und diese Querfinanzierung bricht zunehmend auf. Gleichzeitig wissen wir aber historisch auch, dass das gemeinsame verlegerische Bemühen um Reichweite auch den journalistischen Inhalten genutzt hat und nicht nur den Geschäftsmodellen, die dahinter steckten, weil natürlich damit auch eine Reichweite für die Inhalte erzeugt worden ist. Insofern wären wir schlecht beraten, uns jetzt in eine Situation hineinzubegeben, in der wir leichtfertig die Möglichkeiten, Journalismus und Medien als Geschäft zu betreiben, über Bord werfen würden. Gleichwohl stellen wir fest, und das haben wir auch gehört, dass es Bereiche gibt, in die der Markt nicht mehr reinreicht. Und in die es vielleicht auch nicht mehr reicht zu sagen, wir haben ja die Systemdualität von öffentlich-rechtlicher Finanzierung und privater Finanzierung. Und da ist das Beispiel Korrektiv natürlich ein sehr schönes, dass man auch sehen kann, übrigens parallel ja auch an den großen US-amerikanischen Stiftungsmodellen, die funktionieren, dass es da zum Beispiel darum geht, dass das System Journalismus und Medien aus sich heraus nicht mehr an jeder Stelle in der Lage ist, die Kapazitäten für Recherche zu generieren. Und ich dafür vielleicht dann eine gemeinnützige Struktur brauche, die das möglich machen kann. Und es ist schon einigermaßen komisch, dass man das heutzutage nur dadurch gemeinnützig kriegt, dass man als die Rechercheredaktion abstellt auf den eigenen Bildungsauftrag und nicht auf die journalistische Tätigkeit. So ist das ja bei Korrektiv. Und unter dem Aspekt spricht schon was dafür, Journalismus als einen Gemeinnützigkeitszweck in das Gesetz mit aufzunehmen. Allerdings müssen wir dann gucken, und ich glaube, da ist auch das Nachdenken in Nordrhein-Westfalen noch nicht abgeschlossen, wie wir das so hinbekommen und so aufschreiben und so konturieren, dass wir damit nicht eine Konkurrenzsituation zu noch am Markt befindlichen journalistischen Inhalten produzieren. Weil das wäre schwierig, wenn ich sagen würde, der eine darf das Gleiche machen wie der andere, er ist nur steuerlich begünstigt, ähnlich wie das die Kneipe gerade eben im Vergleich zum Vereinsheim gewesen wäre. Das müssen wir hinbekommen. Aber dann ist das ein wesentlicher Punkt, um das Marktversagen, das wir an einigen Stellen entdecken können, tatsächlich unter Gemeinwohlgesichtspunkten ausgleichen zu können.
Jetzt ist es ja tatsächlich so, dass Sie sich, ich hatte ihn eingangs kurz erwähnt, 2018 schon in einem Aufsatz eben für die Anerkennung des nicht gewinnorientierten Journalismus als gemeinnützig eingesetzt haben. Sie sind ja tatsächlich weiterhin auch quasi für die Medienkommission der SPD an der Spitze. Wie ist denn aktuell Ihre Einschätzung? Würde und haben einen sehr guten Draht zu Olaf Scholz auch, der eben, was die Novelle des Gemeinnützigkeitsrechts angeht, aktuell den Entwurf erarbeitet. Wo hakt es denn aus Ihrer Sicht im politischen Prozess? Wo müsste hier quasi nachjustiert werden, beziehungsweise würde die SPD oder würden die SPD-geführten Länder im Bundesrat auch einer solchen Initiative zustimmen? Also mein guter Draht zu Olaf Scholz beruht auch darauf, dass ich jetzt über solche Dinge nicht in der Öffentlichkeit mutmaße. Und ich glaube, das gehört sich auch. Woran es aber hakt, ist das, was ich gerade eben besprochen habe. Und das ist kein Haken, sondern etwas, was wir sehr ernst nehmen müssen. Wir wollen nicht mit einem Federstrich, weil es gut klingt, die Refinanzierungsoptionen von privatwirtschaftlichem, verlegerisch oder sozusagen auf privatem Rundfunk oder auch auf neuen digitalen Angeboten sich entwickelnden journalistischen Angeboten beseitigen, sondern wir müssen das in einer Art und Weise hinbekommen, in der das eine vernünftige Koexistenz zueinander haben kann und tatsächlich ein dritter, weiterer Finanzierungsweg ist, der ergänzt, der dort eingreift, wo marktwirtschaftliche Mechanismen nicht mehr hinreichen, ohne diese aber zu schädigen. Und das ist nicht ganz so trivial und nicht ganz allein damit gelöst, dass man jetzt nur Journalismus in die sozusagen Reihe der Förderzwecke hineinschreibt, die gemeinnützig zu bewerten sind, weil dann besteht unter Umständen genau diese Gefahr, dass ich die Möglichkeit sozusagen schaffe, mich seitwärts rauszudrücken und das gar nicht mehr als marktwirtschaftliche Aufgabe betrachte. Und ich glaube, dass wir damit über kurz oder lang nur die einen Probleme gegen die anderen eintauschen würden, sondern wir müssen es hinbekommen, das komplementär zueinander zu entwickeln. Und die Diskussion führen wir lieber sorgfältig, als dass wir schnell ein Symbol setzen. Jetzt sind Sie ja in Hamburg auch für die Kultur zuständig. Da haben wir ja auch zwei wunderbare Systeme nebeneinander. Sowohl die Akteure, die sich über den Markt finanzieren, als auch natürlich Häuser, Organisationen, die entsprechend sogar subventioniert werden. Das wäre jetzt ja hier gar nicht der Fall. Wir sprechen ja wirklich von einer staatsfern organisierten Finanzierungsmöglichkeit. Gäbe es denn da gewisse Learnings oder Dinge, wo Sie sagen würden, ja Mensch, da könnten wir uns was Ähnliches auch im journalistischen Feld vorstellen, ähnliche Konstruktionen, wie wir es beispielsweise in der Kultur schon kennen? Also ich bin mir nicht ganz so sicher, weil ich in den letzten halben Jahr, vielleicht hätte ich das vor einem halben Jahr noch anders beantwortet, aber unter Corona-Aspekten häufig festgestellt habe, wo tatsächlich auch genau die Grenzen dieser Differenzierung sind. Also wo tatsächlich die Möglichkeiten, die ich im Bereich der anerkannten Kulturbetriebe habe sich nicht übersetzen lassen in den Bereich, der marktwirtschaftlich organisiert ist. Und die Frage, auf welcher der beiden Seiten der Differenzierung im Zuwendungsrecht und in der Befragung man dann runterkommt, schon ein erhebliches Thema sein kann. Wenn beispielsweise, um mal ein Beispiel zu nehmen, die Musikclubs in der Stadt Gelder sammeln über eine gemeinsame Stiftung, die sie errichtet haben, die dann gemeinnützig ist, aber diese Stiftung die Mittel dann nicht ausschütten kann an die als privatwirtschaftliche Betriebe organisierten Clubs, weil die eben nicht Gemeinnützigkeitsrecht unterliegen, dann komme ich genau in diese Untiefen rein, die wir da an vielen Stellen haben. Insofern kann man unter Umständen sich da was angucken, aber ich glaube, es hat eher Sinn, tatsächlich eine auf den Journalismus abgestimmte eigenständige Position zu entwickeln. Und was ja das Entscheidende ist, also ich habe mal einen Satz, als ich meine Promotionsschrift veröffentlicht habe, habe ich auf der Rückseite Roger Devec zitiert. Der hat mal so schön gesagt, wir müssen Journalismus möglich machen, trotz der Medien. Und das ist ehrlicherweise eigentlich der Satz, der ja dahinter steckt. Journalismus und Medien sind nicht zwangsläufig das Gleiche. Und Journalismus ist tatsächlich erstmal eine gemeinwohlorientierte Handlungsoption, während Medien tatsächlich ein Geschäftsmodell sind. Und unter Umständen müssen wir auch schaffen, das getrennt voneinander zu betrachten. Ich sehe, dass David Schraven etwas unruhig wird, würde hier noch mal gerne rückfragen. Es gibt ja tatsächlich dieses Gutachten aus NRW auch, wo natürlich auch die Frage des Wettbewerbs angesprochen wurde. Wie ist, David, dein Eindruck, beziehungsweise wie wurde das bislang diskutiert? Was ist der aktuelle Stand? Ich hoffe, man kann mich jetzt noch verstehen. Gerade hatte ich hier ein paar Haker drin. Also ich glaube, ganz wichtig ist hervorzuheben, dass diese Wettbewerbsverzerrung oder dieser Wettbewerb, das Wettbewerbsproblem gar nicht so groß ist. Das wird in den Gutachten auch ausdrücklich und lang und breit diskutiert. Und zwar, wo kann denn gemeinnütziger Journalismus überhaupt wirken? Erstmal müssen wir Marktversagen haben. Also der Markt muss nicht mehr arbeiten können. Das bedeutet, die
der Staat muss irgendwie eingreifen. Das ist die Grundlage von allem. Und dann ist die Frage, wie kann der Staat eingreifen? Der Staat hat ja eine Sache festgelegt, das waren die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, die dem Gemeinwohl dienen sollen. Die sind halt da. Und dann gibt es daneben Räume, in denen halt dieser Markt auch nicht mehr funktioniert. Wenn der Staat jetzt eingreifen würde, indem der einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk für Lokalzeitungen machen würde, würde ich das als übermäßigen Eingriff bezeichnen, weil damit wäre die Öffentlichkeit auf lokalem Raum unter Kontrolle des Staates, und zwar mehr oder weniger direkt oder staatsfern, wie es heißt auch. Aber ein Eingriff, der geringer ist, der halt näher am Bürger ist, wo man halt sagen kann, okay, die Prinzipien des Marktes funktionieren ja, aber diese Prinzipien werden gestützt, indem beispielsweise Spenden ermöglicht werden von kleinen Medienvereinen, von Vereinen, die sich zusammentun und auf lokalem Raum, vielleicht auch ein bisschen überlokalen oder sublokalen Raum, eines Medienangebots schaffen. Das sind keine Eingriffe, die irgendwelchen Sachen verbunden sind. Ich finde aus dem gleichen Grund auch das Beispiel mit der Förderung der Geldstiftung für den Spiegel irreführend, weil hier reden wir davon, dass ein profitorientiertes Unternehmen eine Förderung bekommt zur Einrichtung von Korrespondentenstellen im Ausland. Da haben wir ein ganz anderes Prinzip, das mit dem gemeinnützigen Journalismus, über den wir hier reden, eigentlich nichts zu tun hat. Der nächste Punkt, der mir eigentlich sehr, sehr wichtig ist, wenn es darum geht, Wettbewerb zu diskutieren, dann wir reden über die Prinzipien der Gemeinnützigkeit, dann ist es ausgeschlossen, dass im Wettbewerb gemeinnützige Organisationen arbeiten können. Das steht im Gesetz schon drin. Das ist keine neue Erfindung. Das Gemeinnützigkeitsrecht ist da ausdefiniert seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, aber bestimmt länger als 30 Jahre. Wir haben hier ein komplettes Rechtssystem, in dem wir uns bewegen. Das bezogen auf den Journalismus. Wir haben, wie gerade schon angeführt, einen Fußballverein, der gemeinnützig ist, und wir haben die Wurstbude zum Fußballverein, die betrieben werden kann vom Fußballverein zur Unterstützung des Fußballspiels. Diese Wurstbude ist ganz normal im Wettbewerb, wie jeder andere auch. Die zahlt genauso Steuern, die ist steuerlich nicht ausgenommen. Das ist ein ganz normaler Geschäftsbetrieb. Und auch diese Prinzipien sind im Gemeinnützigkeitsrecht ausdifferenziert bis ins letzte Detail. Sonst würde es in ganz Deutschland kein einziges gemeinnütziges Krankenhaus geben, weil Krankenhäuser können auch privatwirtschaftlich betrieben werden. Das ist, also dieses Argument existiert eigentlich nicht, wenn man sich mit Gemeinnützigkeitsrecht tatsächlich beschäftigt im Detail. Und deswegen finde ich auch diesen Punkt, den Herr Broster gerade angesprochen hatte, mit dem genauen Angucken, eigentlich schwierig. Das ist genau angeguckt und dafür gibt es das Gemeinnützigkeitsrecht. Und für mich kommt das mehr wie so ein Defensivargument vor, warum man nicht handeln muss, weil man sich das Gemeinnützigkeitsrecht nicht anguckt. Und im Gutachten, jetzt kann man sagen, okay, da denkt der Schraven sich aus, der hat sowieso keine Ahnung, aber das steht halt noch von dem Professor im Gutachten ausformuliert bis ins Detail. Und ich fände es toll, wenn man dieses Ding als Prinzip nimmt. Zum Schluss nur ein Wort, weil wir reden oft bei dem Gemeinnützigkeitsjournalismus über stiftungsfinanzierten Journalismus. Ja, Stiftungen spielen da eine Rolle. Stiftungen können auch eine große Rolle spielen. Aber wesentlich sind die Detailspenden, sind die Individualspenden, sind die Spenden von vielen Individuen. Bei uns bei Korrektiv macht das mittlerweile einen Anteil von ungefähr 800.000 Euro im Jahr aus. Schon mal Geld, mit dem man arbeiten kann. Es gibt Organisationen wie Katapult in Greifswald, die das hinkriegen, sich damit eigene Strukturen aufzubauen. Netzpolitik kriegt eigene Strukturen aufgebaut, nur durch Individualspenden. Das ist ein sehr relevanter Bereich. Und diese Individualspenden sind nichts anderes als die Ergänzung eines Marktes, der nicht mehr funktioniert hat. Aber eben marktnahe Mittel. Ja. Ne? Da kommen wir auf Membership-Modelle zu sprechen, was quasi bei Korrektiv schon sehr gut funktioniert, bei Netzpolitik ebenso. Sebastian Turner, beim Tagesspiegel sind Sie ja auch sehr umtriebig und versuchen viel Neues, Innovation und so weiter, auch mit den Bezirksnewslettern und ähnlichen Dingen. Sie sind auch engagiert, ebenso wie David Schraven, Full Disclosure, bei RUMS in Münster, wo Sie ja auch quasi den Bedarf sehen, hier ein weiteres Lokalmedium zu etablieren. Was würde denn aus Ihrer Sicht dagegen sprechen, ein neues Lokalmedium wie RUMS gemeinnützig zu gründen? Es wäre aus meiner Sicht gerade wurscht. Also
Die massenhafte Individualspende, die können Sie Abo nennen und dann haben Sie das bei jeder deutschen Lokalzeitung. Wenn die Leute einen Mehrwert in dem journalistischen Angebot sehen und das regelmäßig haben wollen, dann ist es nur noch eine Frage des Etiketts. Herr Broster hat, wie andere auch, einen ganz zentralen Punkt angesprochen, den ich gern noch mal adressieren würde, nämlich die fundamentale Strukturveränderung der Medienmärkte. Das, was wir erleben in den letzten 15, 20 Jahren, ist vor allen Dingen eine Veränderung des Werbemarktes. Das ist eingangs schon gesagt worden. Die Verleger schon vor 500 Jahren beginnend haben gesagt, ich habe die Aufmerksamkeit des Publikums, diese Aufmerksamkeit setze ich ein, um sie auch dem Handel anzubieten. Deswegen heißen auch manche Anzeigen, Blätter heute Anzeiger, also Reutlinger Generalanzeiger, ist einer der Gründe. Und diese Werbeverknüpfung, diese Marktverknüpfung, die löst sich sukzessive auf oder wird immer schwächer. Und das ist zuvorderst eine unternehmerische Frage, wie man da auf neue Erlöse kommt. Und die Gemeinnützigkeit ist dann nur ein schwacher Trost oder kann nur einen kleinen Anteil spielen, wenn man dieses Problem grundlegend angehen will. Deswegen sind die Zeitungsunternehmer, die Medienunternehmer, zu denen ich mich zähle, auch aufgerufen, nicht darauf zu schielen, ob ihnen irgendeiner was schenkt oder ob sie irgendwo etwas gemeinnützig bekommen können, sondern unsere Aufgabe ist es, neue Wege zu finden, neue Ideen zu finden, wie wir Erlöse erzielen können. Und Sie haben jetzt gerade beim Tagesspiegel Dinge angesprochen, die doch ein bisschen Hoffnung machen. Der Tagesspiegel hat jetzt seit einigen Jahren sich sehr stark orientiert auf eine leserzentrierte Strategie. Die Anzeigenmärkte in Berlin waren schon immer schwer, das ist uns deswegen nicht besonders schwer gefallen. Und wir haben die Redaktion gezielt ausgebaut in bestimmte Gruppen, für bestimmte Gruppen, von denen wir sagen, da gibt es in Berlin riesige Gruppen, riesige Berufsgruppen, die diesen Kreisen entsprechen, Wissenschaft, Medizin, Gesundheitswirtschaft, Verwaltung, Politik, Digitalwirtschaft, Kulturwirtschaft. Für jede dieser Gruppen haben wir eine Stärkung vorgenommen, für jede haben wir neue Angebote gemacht und ein Härtetest, den wir uns nicht gewünscht haben, der jetzt mit Corona stattgefunden hat, hat dazu geführt, dass wir in all diesen Gruppen und mit all diesen Produkten heute besseres Geschäft machen als vorher. Das heißt, die Lesereinnahmen sind auf Höchstständen, sie sind schon in Vorjahren immer weiter gestiegen, also der Tagesspiegel hat noch nie so viel Geld aus den Lesermärkten einnehmen können, durch eine auf diese Gruppen zugeschnittene Qualitätsstrategie. Und deswegen ist für mich die Frage randständig, ob das jetzt gemeinnützig ist oder nicht, sondern zentral ist, welche Modelle gibt es, um es zu refinanzieren? Und dann kann Gemeinnützigkeit und Spenden und Stiftung und so weiter können eine Rolle spielen. Wenn ich jetzt eine Stiftung wäre, dann wäre aus meiner Sicht die zentrale Frage, wie kann ich Wissen hervorbringen, wie kann ich Leute ausbilden, die Eigenschaften haben, um das zu befördern. Wenn Sie sich die Landschaft angucken, und zwar lustigerweise nicht nur im Journalismus, sondern auch in den Stiftungen und in den gemeinnützigen Strukturen, dann gucken Sie mich an. Ich bin ein Teil des Problems. Es wird alles gnadenlos dominiert von Sozialwissenschaftlern. Die Probleme sind aber nicht in der Sozialwissenschaft gelöst, sondern die großen Aufgabenstellungen kommen aus der Technologie und aus dem Unternehmerischen. Und wenn Stiftungen jetzt sagen, ja, lass uns doch an diese sozialwissenschaftlich vorgeprägten Leute mehr Unternehmerkenntnis und mehr Technologiekenntnis heranbringen, das wäre aus meiner Sicht etwas viel Naheliegenderes, als einzelne neue Medien zu starten. Ich glaube, da pflichte ich Elisabeth Nia sehr bei. Es geht um das Ökosystem, das da gestärkt gehört, damit sich aus dem neue Unternehmensmodelle ergeben können. Lassen Sie mich da einmal direkt nachhaken, weil das ja ein sehr spannender Punkt ist. Die Stiftungen hätten ja die Möglichkeit, gerade im Non-Profit-Bereich sehen wir sehr viel Innovation. Andreas Rickert hat es noch mal kurz ausgeführt. Eingangs im Report finden sich sehr viel mehr Beispiele, wo eben auch mit neuen Geschäftsmodellen experimentiert wird. Und gerade für diese Experimente benötigen wir ja Mittel, wo wir sehen, dass eben in dem ein oder anderen Haus Ressourcen eher eingespart werden. Haben Sie den Eindruck, dass hier sozusagen ein zartes Pflänzchen
Innovationsstuben, Experimentierstuben nicht der ganzen Branche zugutekommen könnten, wie Sie ja auch mit Korrektiv kooperieren. In dem Projekt Wem gehört Berlin ging es darum, einen Crowd-Newsroom einzusetzen, also Crowd-Recherchen möglich zu machen, die eben nur durch eine technologische Innovation möglich waren, durch eine sehr spezifische Programmierung einer Software, die jetzt so in den Medienhäusern vorab quasi nicht vorhanden war. Wie schätzen Sie das ein? Wäre das nicht sozusagen ein Feld, wo man sagen könnte, okay, hier können wir die gesamte Branche unterstützen und würden eben auch, was Elisabeth Nia ja ansprach, sozusagen das gesamte Ökosystem im Blick haben und eine Infrastruktur unterstützen? Also das sind Krümel, wir müssen aber über den Kuchen reden. Okay, das ist ein gutes Stichwort. Bevor wir gleich aus dem Chat noch einige Fragen aufgreifen, weil darum soll es heute gehen, würde ich den Ball doch gerne noch mal zu Carsten Broster spielen, der sich ja auch um Innovationsförderung in Hamburg kümmert. Es gibt Next Media, eine Standortinitiative in Hamburg, die hier sehr aktiv ist. Es gibt den Next Media Accelerator und andere Programme. Wie schätzen Sie das denn ein, gerade im Bereich der Innovation? Was benötigen wir hier eigentlich und könnte der Non-Profit-Journalismus hier auch eine wichtige Rolle spielen? Also ich glaube, im Innovationsbereich tatsächlich brauche ich den Entrepreneursgeist und ich erlebe tatsächlich da viele Punkte, wo ich mir wünschen würde, dass wir so eine Startup-Mentalität an der einen oder anderen Stelle auch in die klassischen Medien-Content-Modelle mit hineinbekommen. Das ist auch genau das, was hinter Next Media steht und das, was hinter auch dem Accelerator steht, dass wir tatsächlich gucken, kann man da, steckt da auch ein Geschäftsmodell hinter, das sich auf Dauer selber trägt. In der Tat finde ich aber auch, dass gemeinwohlorientierte und damit gemeinnützige Modelle durchaus auch Räume schaffen können, in denen man solche Dinge ausprobieren kann, wobei ich sie da weniger sehe in der Entwicklung sozusagen neuer Tools, die dann wiederum im Markt funktionieren, als tatsächlich wirklich in dem Ausfüllen der Bereiche, ob das jetzt Krümel sind oder ein bisschen mehr, weiß ich gar nicht, aber der Bereiche von Medienberichterstattung, die der Markt eben nicht mehr erreicht. Und die habe ich ja heute schon und in die kann ich hineingehen. Das Beispiel Recherche und große Recherchevorhaben ist sicherlich ein Thema. Da kann ich mit Kooperationen zwischen Öffentlich-Rechtlichen und Privaten was machen, aber da kann ich, glaube ich, auch gemeinnützig was machen. Aber wenn es um die Frage Technologie geht, wenn es um die Frage Geschäftsmodellentwicklung geht, dann geht es auch ganz schnell darum, dass ich dafür das Kapital brauche, mit dem ich mich am Markt dann auch etablieren kann auf Dauer. Und ich glaube, da fahre ich auf einem anderen Weg besser. Aber ich finde, diese drei Bereiche nebeneinander zu entwickeln, ist schon was sehr Entscheidendes an der Stelle. Was man sich einmal angucken muss, und das finde ich, will ich nochmal in David Schravens Richtung sagen, weil das kein sich wegdrücken vor einer Frage ist, sagen, die man politisch nicht bearbeiten will, sondern eine Frage, die tatsächlich recht diffizil ist. Denn die Bereiche, die wir momentan im Stiftungsrecht und im Gemeinnützigkeitsrecht benannt haben, als die Bereiche, in denen Gemeinnützigkeit anerkannt ist, beziehen sich nicht abstrakt allgemein auf die Respublika, sondern sie beziehen sich auf einzelne Bereiche. Ich hätte mit dem Journalismus, und ich habe da eine große Neigung, das zu tun, das erste Mal einen Bereich, der sich abstrakt auf ein öffentliches, demokratisches, gesamthaftes Verfahren bezieht. Und Sie alle wissen die Diskussion, die wir in den letzten 2-3 Jahren geführt haben, über das allgemeinpolitische Mandat von gemeinnützigen Organisationen und die Frage, können die dann gemeinnützig bleiben oder nicht? Und wir haben alle das Gefühl gehabt, das muss doch irgendwie möglich sein. Und ich finde auch, dafür müssen wir Wege finden. Die sind rechtlich nur überhaupt nicht trivial, wenn ich gleichzeitig ausschließen möchte, dass wir in eine Situation hineinkommen wie in den USA, über die wir hier noch gar nicht reden, wo ich sowas wie Super PACs habe, also sozusagen große Fonds, die Spenden von kleinen Leuten zusammensammeln und auch von ein paar großen dazwischen und damit Millionen für allgemeinpolitische Kampagnen oder allgemeinpolitische Arbeit zur Verfügung stellen. Die Tür wollen wir, glaube ich, aus guten Gründen zulassen, weil wir ja nicht wollen, dass man sich Wirksamkeit in der öffentlichen Debatte durch Geld erkaufen kann, sondern da immer noch darauf setzen, dass irgendwie das Argument das Entscheidende ist. Und das, sozusagen diese Grenze sauber zu markieren, ist nicht ganz so trivial, wie ich es mir auch selber wünschen würde. Hier würde ich gerne David Schraven direkt die Möglichkeit nochmal zur Reaktion geben. Ja, also ich glaube, dieses Problem besteht schlicht einfach nicht. Weil jetzt sagen wir mal, es wird einen Superpack geben wollen. Hier wird jemand sagen, ich nehme 10 Millionen Euro, gründe eine neue Partei und drücke die Partei durch. Dann heißt die Partei AfD, das Geld wurde über die Schweiz bezahlt mit verdeckten Konten von Leuten, die als Strohmänner herhalten mussten aus Spanien. Und ich meine, das haben wir aufgedeckt zusammen mit Frontal 21. Und dafür brauche ich keinen gemeinnützigen Journalismus. Ich meine, wenn ich reindrücken will und ich will Politik verändern mit Geld, dann kann ich das jetzt auch schon machen. Und deswegen ist das so ein Argument, weiß ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Ich glaube aber auch, dass das in größeren Zusammenhang genauso wenig
der entscheidende Punkt ist. Weil hier geht es darum, dass wir eine Grenze haben zwischen Modellflug, zwischen Schach, die sind gemeinnützig, die dürfen Spenden einsammeln. Und wir haben Leute, die in einem Ort sind, im Wuppertal, wo es jetzt gerade keine Medien mehr gibt, die sich zusammentun und sagen, okay, wir versuchen hier vor Ort einen Medienverein aufzubauen, um vor Ort ein Medium zu schaffen, was hier wieder lokale Berichterstattung ermöglicht. Und genau das ist nicht möglich. Das ist einfach verboten. Wenn Sie dann einen Antrag stellen an das Finanzamt auf Gemeinnützigkeit, wird den Leuten vor Ort gesagt, nee, ihr seid nicht gemeinnützig, ihr wollt Journalismus betreiben, euch darf es so nicht geben. Und das ist genau der Punkt, um den es geht. Es geht nicht um Superpack. Wenn ich 5 Millionen habe und politisch Einfluss nehmen will, da brauche ich keinen gemeinnützigen Journalismus für. Es geht um Sachen vor Ort, kleine Sachen, wo Leute was starten wollen. Und wenn ich die nicht starten lasse, dann geht's nicht. Aber vielleicht noch einmal eine Frage auch aus dem Chat, die gleich zu Beginn gestellt wurde, ob es nicht ein Spannungsfeld geben könnte zwischen den neuen gemeinnützigen Gründungen und den gewinnorientierten Startups. Als Beispiel wurde jetzt Gabor Steingarts Media Pioneers genannt. Wie viel Marktpotenzial gibt es überhaupt? Vielleicht möchten Sie hier noch mal darauf antworten, Herr Turner. Ich möchte zuerst David Schraven zur journalistischen Ordnung rufen, zu der er in der Lage ist. Er hat gerade eben gesagt, es sei widerrechtlich, einen Medienverein zu gründen. So ein Quatsch. Jeder kann einen gründen. Er ist noch nicht gemeinnützig. Und die Gemeinnützigkeit macht einen so geringen Unterschied, dass die Aussage einfach grob irreführend ist. Also David, komm zurück zu deinen alten Tugenden. Ich sehe im Augenblick, und ich denke, dass wird auch auf eine lange Zeit so sein, sehe ich dieses Konkurrenzverhältnis sehr entspannt. Am Ende ist es letztlich so, ob es jetzt eine Spende ist oder ein ganz normaler Geldbetrag, den man an der Kasse entrichtet. Die Leute werden das dann geben, wenn sie darin einen Sinn sehen. Und da braucht man die Gemeinnützigkeit für meine Begriffe eher am Rande. Die Gemeinnützigkeit ist dann notwendig, wenn man sagt, ich bin eine große Stiftung, ich will etwas in der Bildung tun, in der Wissenschaft. Ich würde gerne dafür sorgen, dass beispielsweise die enormen Ausbildungseinrichtungen, die wir in den Hochschulen haben, im Bereich Medien, dass die sich mal erneuern und mal die neue Situation zur Kenntnis nehmen. Die machen da Zeitungsgeschichte, die machen da alle möglichen lustigen Dinge, aber gehen Sie mal hin und gucken Sie, inwieweit die an der Spitze des Fortschritts stehen. Das sind sie nicht. Die Leute, die dort ausgebildet werden, sind wunderbare Germanisten, aber dass die technologischen Zeitungsverlag auf den Kopf stellen würden, das habe ich noch nicht erlebt. Das wäre aber notwendig. Also in dem Bereich ist es schon möglich, deswegen führen wir für meine Begriffe eigentlich ein bisschen eine Scheindiskussion. Diese Gemeinnützigkeitsgeschichte wird man schon irgendwie hinklemmen. Korrektiv ist ein Beispiel dafür. Die große Strukturfrage der Medien ist nicht beantwortet. Sie wird durch Gemeinnützigkeit auch nicht beantwortet werden. Und deswegen, wenn man gemeinnütziges Geld jetzt auf diese drängende Frage, wie wir unsere Öffentlichkeit, den Pluralismus, den offenen Zugang, wie wir das erhalten, dann müsste das für meine Begriffe gerichtet werden auf die Ausbildung und auf die Erforschung dieser Prozesse. Das ist alles problemlos möglich über Hochschulen und so weiter. Wir sprachen ja eingangs darüber, die Augstein-Stiftung hat eine Professur gestiftet. Das ist ganz lobenswert. Sie haben auch einen tollen Professor damit ausgestattet, ein hoch angesehener Mann im Bereich Technologie und Unternehmertum, hat der aber noch nicht stattgefunden. Es ist also hohe Zeit, dass Sie eine zweite Professur stiften. Das nehme ich nochmal für das eigene Pflichtenheft mit. Wir merken, dass es extrem viele Aspekte gibt, die man eigentlich länger diskutieren müsste. Ich möchte sehr, sehr gerne ganz schnell nochmal Elisabeth Nia mit reinholen, weil was wir jetzt nicht besprochen haben, sind Nischenangebote, auch für sehr spitze Zielgruppen. Sie sagten, Sie würden sich dafür einsetzen, eben auch, dass Redaktionen vielfältiger werden, haben da ein Format bei sich in der Hertie-Stiftung, die Blattkritik, wo es darum geht, auch mit anderen Hintergründen nochmal junge Journalisten, Journalistinnen beziehungsweise Menschen, die perspektivisch vielleicht in den Journalismus möchten, in Redaktionen zu holen und auch deren Perspektive sichtbar zu machen. Wir haben mit Amal und den neuen deutschen Medienmachern zwei tolle Beispiele im Report. Wäre das nicht ein Aspekt, den wir doch auch noch mal perspektivisch näher in den Blick nehmen müssten? Es gibt Zielgruppen, die aktuell in unserem Mediensystem nicht so abgedeckt sind, was Informationen angeht, reingeholt werden. Also gerade Amal ein lokaljournalistisches Angebot auf Farsi, um eben Neubürgerinnen auch wirklich an der Öffentlichkeit partizipieren zu lassen, ihnen Diskurse
quasi näher zu bringen, in Zeiten von Corona extrem wichtig, dass diese Zielgruppen verlässliche Informationen bekommen. Würden Sie darin auch Potenzial sehen? Also das ist eigentlich, was Sie beschreiben, für mich so fast so idealtypisches Stiftungswirken, dass wir solche Austauschprozesse fördern und dadurch vielleicht andere, die unternehmerisch tätig sind, eher auf ein Potenzial aufmerksam machen, sodass wir da eigentlich so ein Nudging betreiben, da auf Märkte, Konstellationen, mögliche Leserschaften und so aufmerksam machen, die dann andere unternehmerisch für sich nutzen können. Weil Sie das Thema Nischen ansprachen, würde ich auch gerne nochmal betonen, eigentlich, ich will gar nicht mich da unbedingt jetzt positionieren zu der Frage der steuerrechtlichen Behandlung von Gemeinnützigkeit, aber einfach nur nochmal daran erinnern, was alles unter den bestehenden Gesetzen möglich ist. Also es ist ja jetzt, also wie Herr Turner gesagt hat, nicht nur korrektiv, sondern wenn ich daran denke, wie lange es die TAZ gibt oder wie viel überhaupt im Moment ausprobiert wird und an neuen Einnahmemodellen auch so schon funktioniert, glaube ich, wird mir das Bild so ein bisschen insgesamt zu negativ gezeichnet. Und andererseits möchte ich auch sagen, also die Vorteile, ich finde Ihre Studie großartig. Ich finde, sie ist auch vor allem, also sie kommt zur richtigen Zeit und sie ist auch eine sehr gute Handreichung für diejenigen, die praktisch was tun wollen. So, was gibt es zu beachten? Und die To-Do-Listen darin finde ich großartig, die Beispiele. Bei so der Ausgangsthese und dem, was Herr Rickert auch beschrieben hat, was gemeinnützigen Journalismus auszeichnet, mache ich persönlich ein bisschen ein Fragezeichen. Thema Bürgernähe, Thema Meinungsvielfalt, Thema konstruktiver Journalismus. Da sehe ich eigentlich nicht so richtig, warum das ausschließlich im gemeinnützigen Journalismus möglich sein muss. Also das ist vielleicht ein Beispiel auch für Nudging. Die Debatte über konstruktiven Journalismus hat aber ja längst alle möglichen Bereiche der Medienwelt erreicht. Und das kann man in ganz unterschiedlichen Formaten im öffentlich-rechtlichen Fernsehen genauso machen wie bei einem privaten Zeitungsverlag. Und ja, insofern glaube ich, sollte man, wie gesagt, genau unterscheiden, wofür man die Gemeinnützigkeit braucht und wofür nicht. Es gibt eine Menge, was man auch so tun kann. Ich glaube, um nochmal auf Herrn Turner einzugehen, so diese Frage, wird eigentlich technologisches und unternehmerisches Know-how gefördert? Wir machen das so ein bisschen durch Förderung von Demokratieprojekten, die wir versuchen, mit ein bisschen längeren Atem zu fördern, als es zum Beispiel die Bundesregierung in ihrem Demokratieleben-Programm macht, wo wir zum Beispiel auch eben so ökonomische Kenntnisse vermitteln, wo sowas wie Crowdfunding, solche Sachen eine große Rolle spielen. Das ist auf sehr unterschiedliche Demokratieprojekte ausgerichtet, aber eben auch auf welche aus einem Medien-Background und jemand, der jetzt also was gründen will, kann dann so als Demokratieprojekt bei uns beim Mitwirken mitmachen und da Unterstützung bekommen. Insofern teile ich diesen Ansatz zu sagen, also Innovationen im Medienbereich lieber fördern oder Personen fördern oder Ausbildung fördern, eher als jetzt zu überlegen, welche Produkte man steuerrechtlich dann begünstigt. Es ist ein weites Feld. Wir können die Fragen heute leider nicht klären. Wir können jetzt auch nicht dafür sorgen, dass der Beschleuniger kommt und der Journalismus direkt als gemeinnützig anerkannt wird. Ich möchte zu Ende dieses Gesprächs, was leider wirklich viel zu kurz war, allen nochmal den Report Wozu Non-Profit-Journalismus ans Herz legen. Elisabeth Nia nannte gerade eben nochmal sehr schön, dass es eben die Möglichkeit des Nudgings gibt, dass wir doch sehr viele innovationsstarke Organisationen in den letzten Jahren auch in Deutschland haben quasi sich entwickeln sehen, die es auch geschafft haben, die Gemeinnützigkeit zu erhalten, allerdings über Umwege und deswegen eben sich nicht auf den Journalismus per se konzentrieren konnten. Für all jene, ich sage jetzt mal Gründer, aber eben auch Policymaker, das Forum Gemeinnütziger Journalismus ist jederzeit ansprechbar und wird auch versuchen, wirklich hier weiterhin hilfreich zur Seite zu stehen, um eben auch diese Fragen, die Sie, Carsten Proster, angesprochen hatten, die extrem wichtig sind und die anderen ja auch, was auch den Wettbewerb angeht, wirklich so gut wie möglich zu klären, sodass wir einfach die Möglichkeiten noch ein Stück weit erweitern und dafür dann uns alle quasi einsetzen, dass wir eine Medienvielfalt haben und das auch in Zukunft. Und für die Stiftungsvertreter, Vertreterinnen, die ja auch im Call waren, möchte ich auch noch mal den Expertisekreis Qualitätsjournalismus unter dem Dach des Bundesverbands Deutscher Stiftung ans Herz legen, wo wir immer wieder wirklich Peer-Support, Austauschformate auch mit Akteuren aus dem Feld haben, um eben genau darüber zu sprechen, wo kann ich mich auf welche Art und Weise engagieren, vor allen Dingen, dass die journalistische Unabhängigkeit
Öffentlichkeit gewährleistet bleibt. Ich glaube, das liegt uns allen am Herzen, genauso wie die informierte Öffentlichkeit. Und ich gebe wieder zurück an Juliane Werlitz, bedanke mich ganz, ganz herzlich bei den Diskutantinnen und hoffe, dass wir das Gespräch bald fortführen. Diesen Dank möchte ich mich anschließen. Er geht besonders an unsere vier Gäste für eine sehr spannende und interessante Diskussion. Ein besonderer Dank geht auch an Stefanie Reuter für die sehr fachkundige Moderation. Ein Wort zum Schluss. Wir hatten zahlreiche Fragen im Chat und aus dem Publikum. Nicht alle konnten beantwortet werden, aber wir versprechen Ihnen, wir bleiben mit Ihnen im Austausch. Es würde uns sehr freuen, wenn wir wieder von Ihnen hören. Alle dazu notwendigen Informationen finden Sie auf unserer Website. Lassen Sie uns also bitte weiter am Thema gemeinsam diskutieren und für die Stärkung des gemeinnützigen Journalismus werben. In einer analogen Welt hätte ich jetzt gesagt, kommen Sie gut nach Haus. So bleibt es mir, Ihnen einen schönen Tag zu wünschen und für Ihr Interesse zu danken.